Eine weitere Folge Let's Play wählen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ups, so, jetzt geht's weiter. In dieser Folge brauchen wir dringend einen Geschicklichkeitslehrer. Das wäre wichtig, denn sonst wird das jetzt hier langsam Brühe, sich hier mit den Viechern rumzuklopfen. Die werden nämlich nicht leichter, versteht ihr? Und nicht weniger. Deshalb wird es jetzt langsam Zeit. Also wir wollen, also ich möchte mich gerne in dieser Folge Richtung Hafenstadt bewegen. In der Hoffnung, dort einen Dieb zu finden, der mir Geschicklichkeit irgendwie beibringen kann. Damit ich endlich mal diesen Bogen halten kann, den wir auch in der letzten Folge gefunden haben. Hier, den hier. Zack, da ist er. 35 Schaden macht er. Und ein Bogenlehrer wäre halt auch irgendwie cool. Aber mal sehen. Gott, Keiler will ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anlegen. Da habe ich jetzt nicht so viele Chancen. Wir haben auch einiges an Quests hier erledigt auf diesem Bauernhof. Schaut euch da auf jeden Fall jetzt die Folge nochmal dazu an. Scheiße, es gibt doch Gift. Oh nein. Ich hab das befürchtet, dass das... Digga, ich bin fast tot. Alter. Okay, also die Mod ist schwer. Die Mod hat eine solide Schwere. Wirklich eine solide Schwere. Das wird nicht ohne. Das wird nicht ohne. Und ich werde auch gefühlt definitiv mehr als 15 Stunden an dieser Mod sitzen. Ich meine, spielzeitmäßig habe ich ja jetzt ja angeblich schon über 2 Stunden und ich bin ja gefühlt noch komplett am Anfang. So, und wenn in der Spielzeitbeschreibung 10 bis 15 Stunden steht, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt schon irgendwie ein Fünftel vom Spiel angeblich schon abgeschlossen haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dementsprechend werde ich mich mal 15 bis 20 Stunden einstellen, mindestens. Vor allem bei meiner lahmen Spielweise. Ich hoffe, das Gift klingt ab. Ja, tut's, Gott sei Dank. Sonst wäre ich da jetzt richtig am Arsch gewesen. Trottel hätte auch nochmal zum Bauernhof zurückgehen können und schlafen können. Egal. Ist jetzt egal. Ich will jetzt Richtung Hafenstadt in dieser Folge. Und da irgendwie... Oh, das war jetzt irgendwie dumm. Wobei, wenn wir jetzt einen Crit rausschmeißen. Jetzt zum Glück habt uns das Gift nicht zur Strecke gebracht. Hatte ich jetzt vielleicht nochmal Glück gehabt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich in der Stadt halt einen Geschicklichkeitslehrer finden kann. Das wäre natürlich ganz toll. Aber muss ich sehen, wie mir das Glück holt ist. Da hinten rechts ist auf jeden Fall schon mal ein Wachturm, der Richtung Hafenstadt führen könnte, glaube ich. In der stillen Hoffnung, dass wir dort... hinkommen. So, ich bewege mich gerade auf sehr gefährlichem Gebiet und ich bin weg. Tschüss! Miners, macht's gut! Okay. Naja, wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendjemand oder irgendwas finden. Da hinten ein Scavenger. Die bereiten mir doch etwas Unbehagen. Muss ich jetzt mal einfach so sagen. Da hinten sitzt ein Typ auf einer Bank, Alter. Aber total entspannt, ey. Als ob es das Normalste von der Welt wäre. Dass er 2 Scavengern beim Fressen zusieht.
Oh, Fisch bringt mir natürlich nicht so viel. Okay, Speicher. Schauen wir mal. Der Typ da hinten sitzt da total entspannt, Alter. Krasser Tipp. Scavenger sind richtig eklig am Anfang. Vor allem, wenn man die halt nicht one-hitten kann. Sind das richtig widerliche Gegner. Ich habe die Vermutung, dass man aus den ihren Federn ja, Brauchbares craften könnte. Pfeile. Um genau zu sein, das wäre ganz cool. Ich fress mich jetzt einfach mit Heilpflanzen voll. Ich weiß, das ist nicht so klug eigentlich, aber eine andere Möglichkeit habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh, da hab ich Glück gehabt. Ah, Mist. Das wäre fast flawless gewesen. So, was haben wir denn hier Schönes? Pfeile. Pfeile sind gut. Die Schilder. Die Schilder erinnern mich irgendwie an Temerien. Mein geliebtes Temerien. Mein geliebtes Temerien. Oh Mann. Ja. Ab und an streame ich mal Witcher 3. Nichts. Doch, mach ich. Und da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Allgemein bei den Streams. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich regelmäßig auf Twitch mache, 2-3 Mal die Woche, wenn nicht gar sogar manchmal mehr. Und die auch hier auf YouTube übertragen werden für die Leute, die jetzt halt keinen Bock auf Twitch haben. Die können sich das natürlich trotzdem gerne hier anschauen. Kohle. Kohle ist gut. Mann, mich ärgert es, dass ich hier... Da ist nichts zu holen. ...nicht das Schild oder so mitnehmen könnte oder die Waffen nichts oder so, zu plündern. Die hier liegen. Das ist echt schade. Verstehe ich nicht, wie sie das begründen, dass man das nicht kann. So, hier sitzt der nächste Typ. Mal gucken, wer das ist. Hendrik. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Das war ein kurzes, knappes Gespräch. So, was ist denn das hier? Ist das hier das Dorf oder was soll denn das hier sein? Das kann doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich nur so ein Zwischenposten irgendwie. Ich hab was. Hier geht's zur Affenstadt. Hier geht's zur Festung. Das war keine große Sache. So, die Heilpflanzen sind Gold wert momentan für mich. Weil die verhindern, dass ich großartig wertvolle Lebensmittel wegfressen muss. Deshalb nehme ich die natürlich gerne alle mit. Also. Können wir natürlich wie gerufen. So. Schauen wir uns mal hier in dieser Basis um. Ich denke, das ist so eine Art Zwischenposten. Keine Ahnung, wie man das vergleichen kann. Wache. Wache! Wobei, nee, das sieht aus wie eine Mine. Könnte eine Mine sein. Aber von der Mine war gar nicht die Rede. Doch, von der Mine war die Rede. Das ist doch alles nur Gerede. Lass mich in Ruhe. Keine Ahnung, sag du es mir. Lass mich in Ruhe. Das ist doch. Lass mich in Ruhe. Wollen alle in Ruhe gelassen werden? Keine Ahnung, sag du es mir. Das wundert mich nicht. Na gut, werden die ihre Ruhe suchen, suche ich mein Loot. Ich habe für so etwas keine Zeit. Das ist natürlich sehr geil. Sehr geil. Reissuppe. Das ist so eine Sache, ey. Ich weiß nicht, Reissuppe, das klingt für mich irgendwie überhaupt nicht lecker. Mit meinen Reissuppe gab es manchmal in der Schule. Klaus, nicht drauf verlassen. Klaus. Was machst du da? Das war doch schon vorher. Sieht man das etwa nicht? Ich angle. Wie jetzt? In dem kleinen Teich da. Ob du es glaubst oder nicht, auch da drinnen gibt es den ein oder anderen Fisch. Beißen sie denn auch gut? Keine Ahnung, sag du es mir. Nee, nicht wirklich. Aber die Wachen lassen mich in Ruhe, solange ich hier beschäftigt bin. Also ist mir das auch egal. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Alles klar, True Paddy. Das ist doch alles nur Gerede. Oh, jetzt habe ich kurz einen Hänger gehabt. Ich speichere mal zur Sicherheit. Wer stellt sich da
gekochter Reis, okay. Keine Ahnung, sag du es mir. Aber ich kriege eigentlich wirklich Bock auf Reis gerade, ey. Ich glaube, ich werde mir morgen mal einen schönen Reis machen. Schön mit Putenfilet. Hm, da habe ich Bock drauf. Immer wieder das gleiche. Ich weiß, aber da habe ich Bock drauf. Dieser Loot, der tut mir ja gut. Der macht mich geil und tut mir gut. Ich glaube nicht, dass er das innerhalb von 20 Spielstunden schaffen, die Mod. Das glaube ich eher weniger. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Rekruten. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Wache! Halt! Zivilisten haben in der Mine nichts verloren. Verschwinde! Wie komme ich in die Mine? Gar nicht. Aber... Nein! Und wenn ich dir Gold zahle? Nein. War das gerade etwa ein Bestechungsversuch? Naja. Ich bin nicht bestechlich. Und jetzt verschwinde. Du trittst zur Goldmine. Ob ich da rein will, weiß ich gar nicht. Ja, wobei, warum eigentlich nicht? Guck mal, was er sich dazu jetzt aufgeschrieben hat. Die Wache von der Goldmine will mich nicht reinlassen und ist auch nicht bestechlich. Aber vielleicht gibt es ja sogar noch eine andere Möglichkeit. Ich sollte mich umschauen, wenn ich unbedingt da rein will. Es würde sich sicherlich lohnen. Ich wiederhole mich nicht gerne. Mach noch einen Schritt in diese Richtung und es wird dein letzter sein. Okay, ich wollte eigentlich nur hier lang gehen. Vielleicht gibt es in dieser Hütte irgendwas zu holen noch. Dann hätte ich zumindest ein bisschen Loot abgegriffen, das wäre ja erstmal nicht verkehrt. Ah, da oben steht sogar eine Wache auf der Mauer, cool. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Hat auf die falschen Leute gehört. Ey, Ich wundere mich über gar nichts mehr. Jagdarmbrust. Das ist kein Geheimnis. Tränke, sehr schön. Das anders gemacht. Mir nach Waffenkammer aus. Das war keine große Sache. Ihr tut's offensichtlich aber nicht. Ah, das ist ein geheimer Ausgang hier. Oder Eingang oder was auch immer. Ruhe. Kann ich looten? Nice. Kann ich zwar gerade nicht verwenden, aber ist auch gar nicht schlimm. Brauch alles, was ich kriegen kann. 13 Stärke fehlen mir dafür noch. Oh, die Armbrust können die sogar tragen. Sehr cool. Ich habe sogar ein paar Bolzen. Geil. Leute, ich habe eine Armbrust. Ich habe eine arme Brust. Okay, wo auch immer mich hier dieser Pfad hinbringen soll. Wahrscheinlich könnte ich hier runterspringen, aber es nützt mir jetzt momentan einfach noch nichts. Die Information zu haben ist aber ganz nett, denke ich. Ja. Also, das ist ein Lederbeutel. Was hattest du da drin zu suchen? Ey, was wollt ihr von mir? Ach, fuck you all. Alarm im Darm. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ah, was soll's? Laden wir einfach nochmal neu. Was soll der Geiz? Das war's cool hier. Guck mal, gut, dass ich nochmal neu geladen habe. Da habe ich die Fischsuppe hier ganz übersehen. Das ist schön gemütlich hier. Und das Scavenger Ei habe ich hier, glaube ich, auch übersehen, oder? Wobei, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es ist immer verwirrend bei den Truhen mit den Schlössern, denke ich mal, dass man da nicht rein kann. Wow, okay, ich nehme alles zurück. Gut, dass ich hier auch nochmal neu geladen habe, sonst hätte ich die Truhe vergessen. Also dementsprechend, es war eigentlich ganz gut, dass wir jetzt nochmal neu laden konnten. Ich glaube ja nicht. Osama bin Neuladen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das ist doch lange bekannt. Oh, warte mal. Das will doch keiner wissen. Ach, ein Holzschwert, wow. Weißt du, das sind 1000 Stahlschwerter. Nein, er muss nicht unbedingt das Holzschwert greifen. Das ist so sinnig. Macht Sinn.
Ist cool. Die falschen Leute gehört. Das interessiert mich. So. Whatever. Ja, mach, dass du wegkommst. Okay. Gut, dass wir hier nochmal die Scheiß gefunden haben. Ich lege mich jetzt ja auch gleich nochmal ins Bett. Bevor damit hier der Regen aufhört. So. Was hattest du da drin zu suchen? Gar nicht. Ah, Mann, was willst denn du jetzt von mir? Lass mich doch in Ruhe. Bin ich schneller als der, wenn ich so laufe? Nee, ne? Vielleicht kann ich den mal besiegen. Das ist unersättlich. Wobei, der ist Kämpfer. Oh ne. Da habe ich keine Chance, glaube ich. Wobei doch, den könnte ich schaffen. Ne, den schaffe ich nicht. Er hat einfach... Das ist schwer. Ach, nee, und lass dich ja nie wieder da drin erwischen. Ich hab wieder nicht gespeichert. Warum hab ich das nicht gemacht? Wisst ihr jetzt, warum mein Spielstand nicht mehr als, also nicht weniger als 20 Stunden braucht? Na, jetzt wisst ihr das. Oh Mann. Meinst du, mir geht es besser? Ne, mit dir geht's bestimmt nicht besser. Aber wisst ihr was? Wir haben doch Zeit. Siehste, jetzt habe ich wieder was übersehen. Zwar die Bürste. Gut, dass ich nochmal neu geladen habe. Ey, warum greift mich denn da aber auch die Wache an? Ich meine, ohne irgendeine Drohung, ohne irgendwas, verstehe ich nicht. Das ist wieder so, ich weiß nicht, ob das so sein soll oder verbuggt oder keine Ahnung. Raus aus meinem Bett! Okay, Klausel. Geh ich mal raus aus deinem Bettchen. Das hätte er auch selbst wissen können. Er hat aus meinem Becherchen getrunken. Er hat meine Schüchen getragen. Er hat mein Schwert benutzt. Ich hätte das anders gemacht. Guck mal, jetzt lesen wir mal die Buchkommode. Vielleicht steht da was Interessantes drin. Das kann ich nicht lesen. Okay, er kann offensichtlich gar nicht lesen. Das habe ich früher auch immer gesagt. So. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist wahr. Ich kann nicht lesen. Das war doch seine. Auch wenn ich irgendwie Let's Plays mache oder so, dann sage ich immer irgendwie willkürlich irgendwelche Wörter und hoffe, dass das da drin steht irgendwie. Ganz schlimm, Leute. Ich kann einfach nicht lesen. Die falschen Leute gehört. Das will doch keiner mehr hören. Okay, das ist jetzt wirklich der Last Try. Das war doch schon vorher klar. Jetzt speichere ich noch. Zack. Ach, siehste, was mir da einfällt, wir müssen die Quest ja auch nochmal annehmen. So, und diesmal zieh ich es durch. Ich schleiche jetzt bis komplett raus. Ohne, dass mich hier irgendjemand drin bemerkt. Die Sicherheit geht jetzt einfach vor. Aber jetzt kann mir die Wache auch gar nichts. Liegen auch Goldbrocken am Boden? Die habe ich, glaube ich, vorhin auch übersehen. Okay, cool. Ach, guck mal, noch mehr. So, jetzt lassen wir noch von der Wache anlabern. Okay. So. Dann speichere ich jetzt nochmal. Puh. Alles nochmal entspannt nachgespielt in 3 Minuten. Beziehungsweise in 6 Minuten. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch auf die Mauer, gucken uns nochmal hier auf der Mauer um. Irgendwas gibt. Hätte mir ja schon Bock, mich dieser Miliz anzuschließen, irgendwie. Ich kann gar nicht erklären, wieso. Es ist einfach so. Ah, guck mal, da hinten ist eine Truhe. Das ist doch alles nur Gerede. Ich habe für so etwas. Reine Lebensenergie. Er könnte mir noch nutzen. Das ist eine schlimme Sache.
Könnte mir noch nützlich werden. Irgendwann muss das ja sein. Cooles Feature. Aber brauche ich momentan nicht. Schwere Äste. Er stellt sich das immer so ein. Und ein Hammer. Sehr schön. Haben wir noch ein bisschen Loot mit. Genau, guck mal, hier ist ja auch noch ein Haus. Ah, nee, das war ja noch so unfertig, genau. Ja, okay, schön, schön. Da haben wir hier ein bisschen auf jeden Fall gelootet. Das war doch schon vorher klar. Gehen wir mal weiter Richtung Hafenstadt. Ich speichere nochmal. Und speichere jetzt mal auf dem Safe LP. Hafenstadt. Zack. Und gehen weiter. Ach du Scheiße. Ja. 5 Millionen garstige Blutfliegen. Weg zur Hafenstadt. Okay, wenn es nur eine ist, ist cool. Ja, ja, komm ruhig her. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Verwendete Geschosse normaler Bolzen. Ach du Scheiße, das ist ja freies Zielen. Okay. Mal schauen. Ach, fuck. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt treffe, ist halt. Mann, jetzt schießt er nach links, wenn ich nach da ziele, Alter. Den ersten habe ich getroffen. Ey, das ist ja Bullshit, Alter. Brauche ich ja gar nicht probieren. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dass freies Zielen aktiviert ist, ey. Das ist ja Quatsch. Kann ich den Quatsch ausmachen irgendwie? Spieleinstellungen wählen. Aha. Gangart. Oh Gott, das kann man ja hier noch verändern, okay. Variable Preise aktiviert. Ja, wir machen mal Gangart. Nee, wobei entspannt passt, glaube ich, besser. Aber diverse Spieleinstellungen vornehmen. Mist, aber dieses. Ach, hier freies Zielen. Deaktiviert. Tag 5 ist es jetzt gerade. Ach, da ist die Uhrzeit und welcher Tag ist okay. Mir auf jeden Fall auf. Warte mal, nee, ich lade nochmal neu. Das war nicht gut. Ich habe Haufen Bolzen verschwendet. Das hätte nicht sein müssen. Das mache ich nochmal anders. Mache ich anders. Ist ja Quatsch. Gleich vergiftet mit dem ersten Stich. Das ist angenehm. Gefällt mir auch. So, die schönen Heilpflanzen. Wir fressen erstmal die ganzen Beeren weg. Weil diese Anzeige da oben, die stört mich ja schon gerade ein bisschen, muss ich jetzt mal sagen. Muss jetzt nicht sein. So. Speichern wir kurz. Warte mal, Einstellungen. Deaktiviert. Ja, cool. So ist es schon besser. Nice.
Hol dich mal da runter. Da ist nichts zu plündern. Sehr schön. Jetzt haben wir schon 20 Lernpunkte, die wir bei einem Geschicklichkeitslehrer eventuell verwenden könnten. Das würde mich sehr freuen. Da könnte ich auch vielleicht gleich auf Bogen gehen und da könnten wir Bogen schon... Ah ne, da wären wir noch bei 25%. Also wir wären noch kein Kämpfer mit dem Bogen. Also kein Schütze. Sondern wären halt wahrscheinlich immer noch Anfänger. Aber das wäre ja erstmal nicht so schlimm. Junge, du sollst dich da nicht hinsetzen. Das ist ein Krautschein. Jetzt sind wir hier Gang lässig, Alter. Jawoll, Alter. Das finde ich so geil. Ich erinnere mich direkt wieder an die alten GMP-Zeiten. Müsste der Hafen dort schon sein. Haben wir schon ein bisschen mehr Lebensenergie. 120 müssen wir haben, genau. So. Wenn einer von den Aufmerksamkeiten... Ja, das ist gut. Einer ist entspannt. Ja, zwei finde ich dann schon nicht so geil. Jetzt müsste ich ja nur noch angemessen treffen. Und Hälfte verloren. Easy Game. Richtig easy. Okay. Speichern wir. Da hinten scheint auch irgendwie ein Jäger. Oh, scheiße. Ich habe mich von dem Lager dort ablenken lassen. Boah, so ein Morrid, ne? Der kann schon echt nicht ungefährlich sein. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich wette, dass ich die nochmal für eine Quest brauche oder so und ich bereue es jetzt, dass ich die verkaufe. Egal. Oh, ich sehe auch eine Spruchrolle. Heilung habe ich bekommen. Oder die habe ich wohl irgendwo eingesammelt. Nun gut. Nee, schwarzer Wolf. Schaffe ich nicht. Hab diesen einen schwarzen Wolf vor ein paar Folgen ja nur mit Hilfe von Gustav geschafft. Gustav, the Red Nose Reindeer. Nee, warte mal. Falsches Tier. Das gibt's nicht. Skandal! Um diesen Scavenger. Hey, hey, hey. Da ist nichts zu holen. Das ist nothing. Useless, dieser Scheißangriff. Das lohnt sich doch nur, wenn sich irgendwo jemand aufhängt. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Wegen dem Kaffee. Ich soll gehen raus im Kaffee. Ich hätte jetzt gerne sehr viel Kaffee. Scanch ausgetanzt. Flawless. Entschuldigung. Ich habe mich einfach gerade gefreut, den zu töten. So. Ich würde ja schon zu Innos beten, wenn das überhaupt eine Innos-Statue ist. Nee, es ist irgendeine Statue, also es ist... Doch, es ist Innos. Naja, 10 Goldstücke für ein bisschen Lebensenergie gespendet. Ist okay. Bei 50 hat er wahrscheinlich nur für mein Gebet gedankt. Wobei, ich kenne diesen Algorithmus gar nicht. Da gibt es wahrscheinlich wieder auch irgend so einen Algorithmus, den ich einfach gar nicht kenne. Naja. In der nächsten Folge gehen wir in diese Hafenstadt rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Wieder, wenn es heißt Let's Play Velen. Haut rein, macht's gut und ciao.